Hey ihr Quarianerinnen und Quarianer, willkommen zurück zu The Quarry. Es geht weiter hier unten im Keller der Familie Hackett. Und ja, mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Wir wissen es natürlich schon in diesem roten Raum. In diesem roten Raum. Zungenbrecher. Ein bisschen. Aber ich gucke erstmal woanders. Hier geht's auch noch lang. Da kommen wir aber her, meine ich. Vielleicht finden wir ja noch eine Tarotkarte. Oh, wow. Der Herrscher. Da sag ich's noch. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen und verrotten? Okay, so viel habe ich jetzt ehrlich ge- Ja gut, doch, ich habe schon... ich habe eine Menge verpasst. Naja, gut. Wie gesagt, wenn ich Zeit habe, ich werde es nochmal spielen, aber aktuell sieht es gar nicht mal so schlecht aus mit der Zeit. Mal gucken. So. Der rote Raum. Wir wissen ja eigentlich, dass Jacob drin ist und ein noch uns unbekannter Werwolf. Wer mag das wohl sein? Vorsicht! Bin okay. War da hinten gerade einer oder kommt das von vorne? Das kommt direkt von vorne. Am Ende knallen wir jetzt vielleicht Nick ab, weil ich denke mal, sie wird den Werwolf verschießen wollen. Hey, ich bin's. Himmel, was ist mit dir los? Nee. Der ist elektrisch geladen. Hey. Scheiß Idee. Oh, Scheiße. Du musst mich hier rausholen. Wie? Im Ernst? Der steht unter Strom. Okay, hör zu. Da ist ein Kasten. In der Ecke dort. Ich glaube, das ist die Steuerung, okay? Ich habe den Alten, den aus dem Wald, dran hantieren sehen. Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Wie gesagt, wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Ma? Es ist Kaylee. Sie ist tot. Nein. Die Jungs bringen sie gerade her. Du bist wohl mit deinem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nicht meine Kleine. Nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee. Nicht meine kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Du mieses Stück Scheiße. Nicht die kleine Kaylee. Du Scheißkerl. Was hast du ihr getan? Wozu gebissen? Ist die irre? Nee, ich halte sie nicht auf. Halt! Wer ist das? Denk mal nach. Wieso sperren sie ihn wohl ein? Wer soll das sonst sein? Wer verdammt ist das? Sie hat das Sagen. Du hast dich schon mal getäuscht. Vielleicht ist es sogar Nick. Dein Freund? Hey, hör mal. Okay. Sie sagten, sie hätten schon zwei von uns erledigt. Was immer das heißt. Wer das auch ist, er geht nirgendwo hin. Denk dran, wir müssen sicher sein. Wie versprochen. Ryan! Du musst mich hier rausholen. Ernsthaft, Mann! Konnte sich jemand der Waffe mit der Silberkugel schnappen? Es war meine. Sie haben sie genommen. Sie geklaut! Du dummer Idiot! Ma. Antifein. Ach, verdammt! Du mieses Stück Scheiße!
Verschwinde! Hau ab von hier! Sie sind nah. Jacob, helfen oder zurück? Wir helfen ihm, komm. Okay, okay. Okay. Hilf mir da durch. Okay, also, ich weiß nur, dass du meine Tür und die da öffnen musst. Und definitiv nicht die Tür. Oh, cool. Danke, Detective. Okay, fick dich, Mann. Ich will nur helfen. Nein, fick dich. Ich will nur helfen. Still. Still. Okay, da ist eine Konsole an der Wand. Ein Kasten oder sowas. Mit den Schaltern solltest du die Käfige isolieren können. Okay, halt durch. Okay. Also der Wolf hat die 7. Die 5 ist die Haupttür für beide und die 3 ist dann die von... Okay, warte. Die 3 und die 5. Oh nein. Vielleicht die 1? Und die 4 vielleicht? Für 5? Ah. Hey, Mann! Gut, jetzt verkack's bloß nicht. Das ist eine ganz normale Addition. Weitermachen. Ich krieg das hin. Konzentrier dich, Alter. Die 3. Ja, und das war's. Das war's. Kann ich nicht aufhören? Hallo? Ich hab doch die... Nochmal die 5. Wow, wie dumm er lacht. Hä, wie soll ich denn dann rausholen? Vielleicht die 1 oder die 2? Muss man zwei Schalter immer drücken, oder wie? Ja, okay. Geht das? Ja. Okay. Alles klar. Verdammt. Du siehst schlimm aus. Danke. Wo sind die anderen? Ach, geht so, ne? Jake. Emma ist nicht dabei. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber du musst zu ihnen gehen. Nur pass auf, wir sind durch die Mine rein. Ich weiß nicht, ob es da auch rausgeht. Nee, glaube ich nicht. Aber wir könnten ja alle irgendwie... Weiß nicht, ins Wasser oder so. Jacob weiß deine Hilfe zu schätzen, sehr gut. Mit dem Boot auf dem See, da kann uns keiner nicht was. Mein Gott, nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee, nicht die kleine Kaylee. Und du hattest die verdammten Betreuer in deinem Scheißknast für ganze 2 Scheißmonate, ja? Und jetzt erzählst du mir, dass du nicht ihre verschissenen kleinen Spatzenhirne weggeblasen hast, sondern sie mit deiner Silberwaffe meine Kaylee erschießen konnten? Willst du mir das erzählen, Travis? Kein Blutvergießen mehr. Das hast du. Du gesagt. Oh mein Gott. Das ist jetzt Geschichte. Mann, was, wenn ich's gewesen wäre? Oder, Oder Bobby. Was dann? Sie war Familie. Ein Mann beschützt seine Familie. Du bist nur kein Mann. Ich wünschte, ich könnte all das... ungeschehen machen, aber ich kann's nicht. Ich kapier's nicht. Ich kapier nicht, warum... Wieso hast du das Problem nicht beseitigt, als du die Chance hattest? Das Problem beseitigt? Hörst du dich reden? Ja, ich höre mich reden. Ich mag alt sein, aber nicht taub. Ich bin bei der Polizei. Ach, jetzt bin ich blind, du scheiß Mistkerl. Blind oder blind? Oh, du wedelst mit deiner Marke rum, als wär's 1 Million Dollar. Dabei hast du sie nur, weil Hank in dem großen Feuer umgekommen ist. Ma. Nicht Ma. Ma gibt's nicht. Setz dich hin, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll. Bitte. Und spiel dich nicht auf. Spiel dich nicht auf, als wärst du was Besseres, weil's nicht stimmt. Jetzt setz dich, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll, du.
Du Stück Scheiße! Alter, ist ja mal gut jetzt, Oma. Ja? Oh, Kacke. Na, schick Bobby runter. Och nö, jetzt haben sie Sarah. Was soll das jetzt, diese Bilder? Okay. Ja, ich verstehe es nicht so ganz, warum die jetzt diese langsamen Bilder gezeigt haben. Oh! Sehr gut. Willkommen! Hast du mich vermisst? Hoffentlich bringst du mir mehr meiner Karten. Sollen wir sie uns ansehen? Die Herrscherin. Sieh sie an. Die ganz oben fallen am tiefsten. Wie schade. Da hat sie ihre Monster genährt, nur um von ihnen getötet zu werden. Besseres hat sie auch nicht verdient. Die Liebenden, die Harmonie in ihrem Zwist, beweisen stets die Funken ihrer Leidenschaft. Blut fließt aus dem Herzen, du kannst es fast schmecken, und es zu schmecken kann lebensrettend sein. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Okay. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat. Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen und verrotten? Boah, diese Untertitel, ne? Details? Ja, komm. Dann such die mögliche Zukunft aus, die du sehen willst. Und sieh genau hin. Versuche, Klarheit zu finden im Chaos. Gut, was nehme ich denn? Die Liebenden, die Herrscherin, der Herrscher oder das Rad des Schicksals? Ich nehme mal die Herrscherin. Voll doof, dass man immer nur eins sehen kann. Alter, Alter! Okay, die Mutter stirbt durch einen Werwolf. Interessant. Geh. Du hast noch Zeit. Pass nur gut auf. Pass wirklich gut auf. Ich frag mich, sind dann vielleicht Jacob und Emma die Liebenden? Der Herrscher ist dann der Sheriff? Und das Rad des Schicksals? Ja, kann halt irgendwas sein. Auch mal wieder die beiden. Kaylee und schon mal da Dylan. Gewesen. Am Schrottplatz? Kapitel Nein. 9, die Matriarchin. Hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen. Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten, was weiß ich. Ja. Was war das? Lass uns weitergehen. Tja, so sehe ich jetzt wohl aus. Boah, ich würde damit nicht klarkommen. Was?
Mit einem Haken sieht's cool aus. Wir nennen dich Hookie McHookface. Nee, ich würde echt nicht drauf klarkommen. Keiner wird mich mehr so behandeln wie vorher, stimmt's? Manche nicht. Scheiß drauf. Kämpfst du klar mit einem Einhändigen? Ich glaub ja nicht, dass es hier um mich geht, oder? Na, neugierig, aber er steht ja auf Ryan, oder? Ja, jetzt brauche ich wohl erstmal Zeit für den brandneuen Dylan, bevor es weitergeht. Den getunten Dylan. Dylan 2.0? Na, scheiße, jetzt will ich auch Caitlin 2.0 sein. Hey, wenn wir auf dem Schrottplatz was Scharfes finden, dann können wir das machen. Oh, dann kann's losgehen. Wir sind da. Ich hätte vielleicht doch das andere nehmen sollen. Oh, scheiße. Wow. Schon gut, ein Bewegungsmelder. Alles gut. Glaub ich. Schau nur, Steampunk ist zurück. Ach, komm, da lang. Ey, Steampunk war nie weg, ja? Schon wieder ein Szenenwechsel? Es geht gerade ein bisschen schnell, aber... Ah, ich wollte gerade sagen, wir haben schon lange nichts mehr von Abby und Emma gehört. Die beiden sind ja in den Sturmkeller runter. Was machen wir jetzt? Tja, machen wir es uns doch mal gemütlich. Mit ein paar Cocktails, ein bisschen Fernsehen. Nein? Ernsthaft? Bei dem, was alles schon passiert ist? Kannst du das lassen, bitte? Was lassen? So zu tun, was auch immer du damit bezweckst, ist nicht lustig. Oh, sorry. Ich bin Abigail und nicht dazu in der Lage, Spaß zu haben, weißt du? Den hat man mir chirurgisch entfernt, als ich noch ein Baby war. Na, ja. Ich meine, die beiden sind ja Freundinnen, dachte ich eigentlich, selbst, ne? Selbst wenn alles auseinanderfällt, musst du immer mitten im Rampenlicht stehen. Hast du einen Ausschalter? Ist da noch irgendwas unter dieser Ego-Show? Abby, ich hab so viel Zeit verschwendet, herauszufinden, wie ich sein kann wie du. Bis ich kapiert habe, dass du mich brauchst, um zu glänzen. Du brauchst Publikum. Weißt du was, ich bin's echt leid, dein Publikum zu sein. Schade, dass du so denkst. Und du warst ein tolles Publikum. Ist klar. Nein, Abby... Ich brauch dich. Und vielleicht habe ich nur Angst, dass du merkst, dass du mich nicht brauchst. Beste Freundin. Oh, das ist schon ganz niedlich. Jetzt komm, umarmt euch und küsst euch. Ist alles wieder gut. Eine Scheißnacht, was? Ja. Na los, ich will es von dir hören. Na scheiß Nacht, sie kann mich echt am Arsch lecken. Naja, vielleicht war sie ein bisschen zu hart oder ich war ein bisschen zu hart mit Emma. Sie ist halt unsicher wahrscheinlich. Lass mich los! Langsamer! Lass mich los, du Schlampe! Ich blass dir die Birne weg! Du Bein! Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Oh Mann. Kann sie vielleicht schon besser sehen, wegen ihrer Werwolffähigkeit? Selbstheilung ist ja schon dran. Alter. Hab dich. Ey, sag mal. Jetzt räche ich meine arme Kehle. Oh, nee. Lass mich los, verdammt. Alter. Ach du Scheiße. Sie stirbt wohl doch nicht durch den Werwolf. Ach du Scheiße. Hört sofort auf! Konstanz. Was zum Teufel ist hier oben los? Er hat Ryan geschnappt. Oh, wach auf. Wach auf. Liebling. Ach du Scheiße. Wach auf. Wach auf. Oh. Sie ist tot.
Kleiner Bobby. Ma ist tot. Jetzt wird niemand mehr beschützt. Travis. Oh, Kacke. Alter, was? Ey, warum? Er hat doch gar nichts getan. Ey. Okay. Seltsame Reaktion, aber er hat schnell reagiert, muss man sagen. Oh, fuck. Ja. Jetzt laufen die Dinge gerade total aus dem Ruder. Was ist hier los? Aber wenigstens kommt jetzt mal richtig Spannung rein. Ich hoffe, Ryan stirbt nicht. Ah, okay. Oh, Mann, so ein Dreck. Nee. Das lass mal schön drin, ey. Nee, nicht rausziehen. Wenn es die Leber erwischt hat oder die Lunge, ist es vielleicht eine richtig beschissene Idee. Oh. Wenn er das überhaupt noch laufen kann. Guck mal, das war ein echt langes Messer. Oh, fuckety fuck. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay, da ist eine Tür. Gehe ich erstmal noch nicht. Was haben wir hier? Schön den Nachttopf austrinken. Alter, was war das für eine Wurst, ey? Ach du Scheiße, ey. Oh Mann. Das ist schon fast ein bisschen zu lustig. Da ist auch noch eine Tür, die werden wir noch nicht probieren. Erstmal gucken, was haben wir hier noch? Vielleicht noch eine Tarotkarte. Schrank. Wie gesagt, dass er noch laufen kann, ne? Bei der Verletzung ist schon beachtlich. Was haben wir noch hier? Was ist das? Ah. Eine kleine Brosche mit Bild. Ein Brief. Was? Kellys Brief. Kelly Hacketts Bekenntnisschreiben an ihre Großmutter. Gesammelte Beweise. Einen habe ich halt leider verpasst. Kann ich den noch lesen? Nee. Jetzt gleich nochmal. Ey, kann ich den bitte lesen? Wege über dem Gesetz. Hier. Laura schoss Constance in den Kopf. Alter. Verlorene Liebesmühe. Ryan beschloss, Jacob aus dem Keller zu befreien. Ryan gelang es, seinen Käfig zu öffnen, ihn zu befreien. Laura und Ryan belauschten die Unterhaltung von Travis und Constance weiter. Ein Pfund Fleisch. Ryan beschloss, das Messer nicht aus seiner Wunde zu ziehen. Ja, ist auch besser, wie gesagt, ne? Am Ende verblutet er nämlich ganz schnell. Hackett Schrottplatz. Der Hackett Schrottplatz ist ein weiterer erfolgreicher Familienbetrieb unweit des Sommercamps. Die Erlöse des lukrativen Schrottplatzes sowie die Gebühren ermöglichen es uns, die hohen Standards dieses Camps jedes Jahr aufs Neue zu halten. Die hohen Standards, so. Ich merk schon. Eieieiei. Oh, Kacke, da kommt der Hühner. Verstecken, komm. Ist immer besser, weil wenn er merkt, dass die Tür abgesperrt... Oh, in den Schrank oder unter das Bett? In den Schrank. Und das Bett gucken sie alle. Hab genug Filme gesehen. Fuck.
Das war auch ein Tier, dieser Typ. Wie kann der aus so einer Familie so geraten sein? Kann es eigentlich auch passieren, dass ich keine Luft mehr habe? Ah ja, seht ihr das Bett. Der hat jetzt um das Bett geguckt, oder? Boah. Ah nee. Hätte ich noch drin bleiben sollen. Oh, Kacke. Na dran, melde mich. Over. Oh, Scheiße. Komm schon. Als wird ihn das aufhalten, der kleine Schrank. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Wichser! Selber Wichser! Das hast du ihm gezeigt. Mann! Alter, warum ist das... Oh. Wer verfolgt jetzt wen, ist die Frage. Ich meine, der Alte wahrscheinlich rennt ihr hinterher, aber der... Also der Sohn, der ist doch... Oh, verstecken oder rennen? Verstecken, komm. Immer besser. Sag mal, der Alte... ich meine, Bobby ist doch gar nicht ihm hinterher, Ryan. Ich muss sagen, bei Until Dawn fand ich das irgendwie spannender, als man den Gamepad ruhig halten musste. Hier ist es ja nicht möglich wahrscheinlich, weil der Gamepad hat keine Six Axis, also wie das PlayStation Pad. Ich kann dich atmen hören, Kleiner. Stimmt gar nicht. Oh, du Penner. Na. Ah. Wie groß ist diese Bude, bitte? Crap. Was soll man hier? Klavier. Erstmal ein Liedchen spielen. Die Mondscheinsonate. Geht irgendwo eine Geheimtür auf. Ey, du machst jetzt... Oh, ich wollte schon... Nee. So blöd bin ich jetzt nicht. Ich dachte schon, die spielt jetzt wirklich Klavier, ne? Eigentlich haben wir überhaupt keine Zeit hierfür. Wand mit Jagdtrophäen. Die Jagderrungenschaften der Hacketts. Wieso haben sie die Einschusslöcher und Verletzungen nicht verdeckt? Vielleicht dienen sie als Erinnerung daran, dass diese Tiere wirklich tot sind. Sind echt Bären? Da habe ich schon wieder eins übersehen. Ein Hinweis. Ah, Mann, ey. Wie es hier aussieht. Überall alles voller Tierschädel. Ich dachte schon, das wären ganz normale Leute. Aber nee, das ist auch so eine Hinterwäldlerfamilie, so eine Kranke wahrscheinlich, die schon ein paar Leute auf dem Gewissen hat. Ich meine, wir wissen ja von den Wanderern und von den Reportern. Was haben wir hier? Stammbaum oder was? Sieht aus. Ich habe gedacht, es wäre ein Kreis, aber nee. Der Hackett-Stammbaum. Die Familie Hackett gibt es schon sehr lange. Sie ist tief mit der Umgebung verwurzelt. Ah, was haben wir hier? Constance Grundy und Jedediah Hackett. Ist halt auch so ein richtiger Hinterwäldlername, was sie meistens so in gewissen Filmen haben. Robert Hackett, das ist Bobby, 1976. Das ist der Jüngste. Christopher Hackett hat Amelia Grant geheiratet. Und Travis Hackett, 1965, ist der Älteste. Okay. Dann haben wir Caleb Hackett und Kaylee Hackett. Ja, die sind ja Werwölfe.
Also Chris und die beiden, was ist mit der Frau? Ist die... Ist ja auch schon länger tot, wahrscheinlich. Achso, das hat ja da gestanden, das Todesdatum. Habe ich jetzt gar nicht mehr... Ist egal. Ist schon eine Weile tot, die Frau. Ist ja wahrscheinlich auch nicht interessant. Was haben wir denn hier? Empfangsbestätigung. In diesen Elektrokäfigen sollten wir Chris, Caleb und Kaylee während des Vollmonds oder während jedes Vollmonds in der Campsaison sicher verwahren können. Ich habe sie per Expressversand bestellt, damit sie noch vor den Kids ankommen. Das Letzte, was wir wollen, sind noch mehr Opfer. Wenn das Camp vorbei ist, brauchen wir sie nicht mehr einzusperren. Vielleicht können sie uns bei der Suche nach dem Weißen Wolf helfen. Seine Fährte wittert oder so. Solange wir das Blut benutzen, kann nichts schiefgehen. T. Ja, ja, kann nichts schiefgehen. Ist ja schon alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Nur weil Jacob geil war und die Verteilerkappe abgemacht hat. Ich sag's nochmal. Alles seine Schuld. Und vielleicht Caitlin, weil sie hat ihm... Oh, die Sonne. Geil. Sie hat ihm ja gesagt, er soll's machen. die Sonne, das Versprechen des neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben steht hier auf dem Spiel. Du musst... nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit und die Sonne wieder aufgehen sehen. Okay. Hallo? Ah, da steht sie, unsere Wahrsagerin. Ist sie vielleicht die Hexe und auch die... die Werwölfin, die alle dazu gemacht hat, hier zu Werwölfen? Man weiß es nicht. Man munkelt. Wie geht's, Schätzchen? Ich hab's gewusst. Ab jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker! Ach du Sch... Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Alter, dieser Penner! Mach ihn fertig mit deinen Werwolfkräften! Ich weiß, ich renn weg, komm, ich will den jetzt nicht umbringen oder so. Es reicht ja schon ein Mord. Wie ist deine Position? Wo seid ihr genau? Hätte ich vielleicht auch fertig machen sollen. Oh, shit. Ich hoffe, Jacob ist weg. Wo bist du? Hey! Ihr hört alle auf damit! Jetzt gleich! Schieß schon. In die Fresse. Sie hat Kaylee einfach gekillt. Und dann noch deine Mutter. Sie verwandelt sich bald. Ja, einfach so Leute erschießen ist halt wahrscheinlich nicht so leicht, ne? Alles andere als angenehm, was verspreche ich dir? Oh Mann, der arme Ryan, ey, mit dem Messer. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn er auch infiziert worden wäre. Wenn alle Werwölfe wären. Oh, shit. Oh, nicht an die Tür. So, erstmal Messer hängen bleiben. So, an der Wand lang schaben. Ich bin wieder ein bisschen sadistisch. Der kann da gar nicht rein. Aber er kann reingucken.
könnt ihr uns durch die Wand atmen hören. Schon, Mann. Du musst mir helfen. Ach ja? Ja, versprochen. Ich werde nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst krieg ich Ärger. Ey, komm, das ist doch scheiße. Zustechen? Was machst du? Ja, tut scheiße weh, was? Ich wurde noch nie gestochen. Ja, heul doch. Lass mich in Ruhe! Au, das tut echt weh! Dad! Wow, was ist das für... Du Vatersöhnchen! Oh, das Blut spratzt raus! Der hätte uns jetzt umgebracht, wahrscheinlich. Oh, Laura! Wow. Hey! Ich bin's! Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, eigentlich nichts Besonderes. Du riechst voll lecker, Ryan. Ah, Ryan! Oh, wie schlimm ist es? Oh, Mann. Es tut mir leid. Gib ihm Blut oder so. Ja. Oder beiß ihn. Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Nicht deine Schuld. Ich hätte nicht kommen müssen. Ich hätte es verhindern sollen. Du bist doch nicht mein Boss. Sorry. Ist okay. Sterbe ich jetzt? Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warte. Vielleicht ja doch. Was? Ryan, wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja, ja, versteh schon, böser Wolf. Ja. Ja, das werden wir nächstes Mal sehen, Leute. Wird sie das machen? Wird sie ihn beißen? Ich bin gespannt. Was würdet ihr tun? Würdet ihr euch beißen lassen oder lieber sterben? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Wir sehen uns wieder zu The Quarry, Leute. Nicht vergessen, liken und kommentieren. Ich freue mich drauf. Danke, tschüss.